So, wie, hallo Leute, wir sind jetzt hier wieder an dieser Stelle. Ja, das ist immer wegen dem Speichern und so weiter. Genau. Ja, doch, hier waren keine Dokumente. Ich weiß es gerade nicht mehr. Nee, hier waren keine Dokumente. Ja, dann kannst du jetzt theoretisch direkt durchrennen. Beim Wallräder vorbei. Links. Oh, obwohl, warte mal, was war rechts? Nee, rechts war nichts, da war nur ein Raum. Du müsstest du theoretisch jetzt noch durchrennen können. Rechts rum. Rechts, was muss? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich wollte dir gerade sagen, wo lang. Oh, ich glaube, hier ist. Da kommt er nie durch. Der fette Geist kommt da nie durch. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, okay, okay. Da kommt er nie durch, da kommt er nie durch. Ich wollte eigentlich den anderen Weg. Das war mir scheißegal. Das wäre wir eh nicht weitergekommen. Weißt du, wir standen dann wieder vor dem Tor, wo wir eh nicht durchkamen. Das war das Tor, wo wir davor. Das war nur so ein Punkt, wo wir uns wo wir uns verstecken konnten vor Billy. Weil Billy kann. Aufnehmen, nicht vergessen. Was? Aufnehmen mit der Kamera, nicht vergessen. Ach so. Hinweis an alle persönlich von fachärztlichen Berater MM08008 Rudolf Wörnicke, DBNR. Verehren Sie den Schwarm nicht und lassen Sie sich nicht durch die Ängste der Patienten von Ihrem Glauben abbringen. Alle vielen Wesen dieser Technologie sind uns so weit überlegen, dass Illusionen von Gottesfurcht zu erwarten sind. Wir haben schon immer das Chaos geblickt und es Gott genannt. Wir verfügen inzwischen über ausreichend Bestätigungen, sodass uns ein solcher Glaube zerstören könnte. Wir stehen Sie der Versuchung. Vergessen Sie nicht, dass Sie Wissenschaftler sind. Hey, hey, Interview, Exklusivinterview, hä? Mit Mites Abschur. Ich will jetzt gerade Billy umbringen. Was findest du da, hä? Was sagst du dazu? Nichts, okay. Alter, als man nicht denken muss, unsere Mission, die ist Kill Bill. Das ist ein Film von Quentin Tarantino. Mit Uma Thurman. Ich hab den aber nie gesehen. Ich hab den gestern geguckt. Und wir killen jetzt Bill. Lasst uns durch. Ich muss noch. Schicke. Schicke Dalek. Der Sampler. Die Zulaufkammern, die Vorläufermoleküle. Vage Erinnerungen an Artikel über Nanotechnologie, die ich online gelesen habe, wahrscheinlich betrunken, wahrscheinlich abgelenkt. Nicht ansatzweise ausreichend, um zu wissen, wie ich sie zerstören kann. Aber Billy ist der Mittelpunkt. Finde ihn, töte ihn, setze allem ein Ende. Also, ich habe da gerade eine große Frage. Wer zum Teufel guckt sich betrunken Artikel über Nanotechnologie an? Ja, also, lass mal gucken, Nanotechnik, voll krass. Da gibt's 100 pro Dokumente. Dokumente? Dokumente? Ja, nächste was denn, ich will den Erfolg haben. Ist das Billy? Ja, das ist Billy. Billy? Bist du's? Wie? Ich will's nicht wissen. Billy will's wissen. Okay. Der Krankenakte nach müsste Billy 23 Jahre alt sein. Er sieht aus, als hätte er mindestens 50 harte Jahre hinter sich. Der Schmerz hat sich tief bei ihm angegraben. Dich zu töten wäre ein Akt großer Güte. Ich weiß nicht, frag mal Billy, ob er das auch so findet. Will den Sommer nicht töten? Was zum Teufel macht der denn da? Okay, der ist schon tot. Nahrungsergänzungsscheiße, wo ist die denn, hä? Nur zum Flüssigkeitsbehälter zu drehen. Über irgendein Ventil. Oh, Dokumente. Morphogenetischer Antrieb, Wartungsplan. Um eine Verletzung des Patenten zu vermeiden, müssen alle Lebenserhaltungssysteme der Lebenskammer des morphogenetischen Antriebs täglich geprüft werden. Lebenserhaltungssystem 1. Der angereicherte oxygenierte
Fluorcarbon im Nährflüssigkeit weiter muss während der Behandlung des Patienten fortlaufend gespült und ersetzt werden. Es gilt zu beachten, dass die Flüssigkeitsbeatmung auch Anästhetika enthält und jegliche Unterbrechung der Zufuhr beim Patienten zu großen Schmerzen führt, die das Experiment unterbrechen könnten. Lebenserhaltungssystem Nummer 2. Die Stromversorgung erfolgt durch den Generator des unterirdischen Labors. Die ausreichende Betankung und Wartung des Generators sollte stündlich bestätigt werden. Lebenserhaltungssystem Nummer 3. Im Fall eines Ausfalls der Lebenserhaltungssysteme 1 und 2 springt das Notfallsystem der Lebenskammer an und übernimmt die minimale Lebenserhaltung vor Ort, bis die Techniker eingetroffen sind. Das Deaktivieren des Notfallsystems führt zum sofortigen Tod des Patienten. Müssten wir nicht eigentlich nur das aussitzen und so lange warten, bis die alle drei Systeme ausgehen? Ich hab keine Ahnung. Ich meine, hallo? Wir kappen alle Stromdinger von Labor. Wir haben ab. Kappen alle Stromleitungen. Und irgendwann stirbt er selber, bis das Notleitungssystem down ist. Ach ja, warte mal. Ich hoffe mal, das ist erledigt, nachdem du ein paar Ventile da rumgespielt hast. Ich hoffe, das ist erledigt, nachdem du ein paar Ventile rumgespielt hast, die du jetzt schließen sollst. Live Support, okay, müssen wir hier. Was? Ne, das war ja keine extra Taste. Heavy. Oh Gott, der Speicher. Bist du hier irgendwo? Sehr wahrscheinlich ja. Sei ein braver Billy. Wir wollen dich doch nur töten. Theoretisch müsste er das ja zulassen, damit er keine Schmerzen mehr hat. Ah, Dokumente. Aus den persönlichen Notizen von Dr. Wernicke, Frankenstein oder der moderne Prometheus, von Mary Shelley, 1818, anonym veröffentlicht, Kapitel 4, Auszug. Lernet, wie gefährlich die Erwerbung von Wissen sein kann und um wie vieles glücklicher derjenige sich schätzen darf, dem die Welt nicht größer ist als der Marktflecken, darin er geboren ward. Um wie viel glücklicher ist nicht solch ein Mensch zu schätzen, denn einer, der da strebte, größer zu sein, als die Natur es ihm erlaubt. Alles klar. Da kannst du nichts betätigen, ne? Okay. Nee. Ah. Weißt du, alles voller Knöpfe und wir müssen an einem Rad drehen. Hightech-Labor, ne? Das waren wir nicht. Muss irgendwo hin. Billy? Ja, da kommt da oben. Lauf. Wo ist er? Wo ist er? Geh runter. Ich hab ihn nicht gesehen. Ich hab ihn nicht gesehen. Oben links in den, hinter dir irgendwo. Das hält auf, ne? Das hält ihn auf. Komm weiter. Die Tür zu. Jetzt auf die andere Seite hoch, da musst du wahrscheinlich auch wieder irgendwas machen. Hallo Billy, geht's dir gut? Noch. Ich lauf doch! Batterie. Oh nein. Und die Tür zu? Ach, da kommt er nicht durch, hier, fetter Geist, kommt nicht durch. Der Fettshaming. Ich glaube, du musst schneller handeln. Ja, der ist hinter dir. Billy, wir wollen dich doch nur umbringen. Chill mal. Vor allem weiß ich nicht, was du da oben machen musst. Ah. Alter! Sprint! Oh Gott! Damit bin ich niemals rüberkommen! Oh Gott, wo bist du? Oh. Lauf! Dass er da oben so steht und wartet!
Eigentlich will ja das. Will Billy, dass wir ihn töten. Ach, Dokumente. Auch erstmal jetzt lesen. Zweimal verlangt, Fahrzeichen. Anbei finden Sie das Formular der Fortsetzungserlaubnis für Patient William Hope aus dem Merkoff Wohltätigkeitspsychiatrieprogramm im Mount Massive Hospital in Colorado, USA. Das Formular ist Standard und alle wichtigen Zeilen sind unterschrieben. Anscheinend weiß Billy nichts von dem Herzstillstand, der vor kurzem bei seiner Mutter herbeigeführt wurde. Er nimmt ein Experimental, da er seiner Mutter die Kosten grundlos zurückzahlen und ihrer Kirche eine Spende zukommen lassen möchte. Wernicke, nachdem ich die Traumberichte des Jungen gelesen habe, bin ich davon überzeugt, dass er über ein enormes therapeutisches Potenzial verfügt. Der arme Billy. Der kann doch hier... Mach einfach irgendwann wie weiter. Das ist so... Ja. Ich hab keine Probleme mit. Okay. Jetzt dürfte Billy ziemlich pissed sein. Was muss ich jetzt noch machen? Das dritte System, das Notehaltungssystem deaktivieren. Und wo machst du das? Was? Wo machst du das? Ich weiß nicht, vielleicht direkt bei Billy. Au! Hey Billy, beruhig dich, Bruder! Habe ich eine Abkürzung? Es kann echt sein, dass das direkt an dem Schalter unten machen muss. Aber nett von Billy, dass er uns aufgefangen hat. Alles war nett. Wieso, sonst wären wir schon längst tot. Oh Gott. So wieder Fettshaming. Oh Gott. Ah, da! Oh! Er ist schon wieder aufheben. Oh, da ist er! Hau ab! Hol dich! Au! Kamera muss laufen! Kamera! Nein, die Kamera! Gott! Kamera. The show must go on. Versuche zu entkommen. Billy ist tot, der Warrider, der Schwarm, was es auch immer ist, ist mit ihm verschwunden. Egal, ob ich entkomme oder hier sterbe, ich bin frei. Sind wir uns da sicher? Sag das doch mal, wenn du draußen bist. Armer Billy. Armer Miles. Wo musst du hin? Warte. Armer Bob. Er läuft immer noch links und rechts. Ja. Wo musst du jetzt hin? Ja, raus. Armer Bob. Ja, wo ist der ausgehen? Da oben. Ja? Ja, da kam der her. Okay. Ist aber lang unterwegs. Der arme Bob. Oh. Komm schon, du hast schon ein paar Finger verloren. Die paar Schritte kannst du jetzt auch noch rennen. Darf ich wieder? Okay. Schickst du nochmal den Dicken hinterher, dann läuft das wieder mit dem Rennen. Wir noch den Kopf anstoßen, so. War die Tür nicht gerade eben zu, aber okay, jetzt ist wieder offen. Ja, ja. Entscheidet euch doch mal. Ich kann mich ja nicht mehr ducken. Bitte? Ich kann mich nicht mehr ducken. Ach so? Funktioniert nicht. Komm schon mal jetzt.
Du schaffst das. Du bist ein Champ. Du bist mal jetzt fucking Abschluss. Nein. Du musst das überleben. Ansonsten können wir den Werbespot für Mount Massive nicht produzieren. Denk an das Geld. Denk an deine Kamera. Du musst sie nach Hause bringen. Denk an die zukünftigen Werbespots. Oh. Chill, bro. Oh nein. Gott im Himmel. Na gut. You have become the host. Jesus, God, what is that thing? Das ganze Spiel war umsonst, wir sind trotzdem verreckt. Keine zukünftigen Werbespots mehr. Gott im Himmel. Sie sind der Warrider. Aber das war ein richtiger. Oh Gott. Das könnten amerikanische Cops gewesen sein, weißt du? Rainbow Six tun. Hallo. Trägst, weißt du, kommt so ein Typ an, so Blut. Ja, erstmal schießen. Erstmal schießen. Tja, hätten wir es nur nicht getan, hätten wir vielleicht noch am Leben gewesen. Das war Outlast. Der erste Teil. Den zweiten spielen wir nicht. Der Scheiße. Aber vielleicht spielen wir. Darf ich mal gerade deinen Finger abschneiden? Und das war noch ein. Dann hat er den Finger von. Abgeschnittenen Finger sogar. So was. Das kommt auf jeden Fall. Nicht nur vielleicht, das kommt auf jeden Fall. Oh Gott. Dann wird sich dazu aber auch noch was verändern zum Upload von Whistleblower. Es wird dann nicht wie Outlast zweimal die Woche kommen, sondern wahrscheinlich nur noch einmal die Woche um 18 Uhr. Das wahrscheinlich. Ich weiß aber noch nicht, an welcher Tag. Da würde ich auf jeden Fall reinschalten. Mal das angucken. Sehr gut. So. Audio Kinetic, powered by WW Ether. 2006 bis 2013 Copyright. Audio Kinect inklusive All Rights Reserved. Quality Assurance. Enzyme Testing Labs. Enzyme. The Science of Game Testing. Okay, dann würde ich auch mal sagen, dass wir hier die wunderschöne Endcard noch zu Ende laufen, während wir uns auch schon mal verabschieden. Ja, also ich rede noch ganz wichtige hoch. Whistleblower! Da steht's, Whistleblower. Ja. Das wäre ein Spiel. Und hier Testmanager Adam Rasch. Du bist ein bisschen zu nah an der Kamera. Ich weiß. Okay. Hab gar nicht mehr gesehen, ich war zu nah dran. Was kommt denn noch so? Ist noch Musik? Das ist keine Musik mehr. Oh, okay. Ein spezieller Dank an Roger Lerner, Serge Bourassa, Robert Pickard, Bruno Legare, Jacques Lemieux oder wie auch immer. Lemieux, glaube ich. Christian Perron, Marie F. Goebbels, Melanie Goebbels, Ryan Morgan, Simon Ashby, Martin Klein, Dominik Belanger, Scheiße! Willkommen in Wanneck und dann Familie Prozive, Familie Finanziers, CMF, FSMC. Kreativ der Automobil. Ja, jetzt war's. Das war's. Und dann geht es in der nächsten Folge mit dem neuen DLC bis der Blaue weiter. Was gemacht? Wow. Okay. Ja, dann. Bis zum nächsten Mal bei Outlast Whistleblower. See you later, Alligator. Ciao.